wir sind die Besten aller Zeiten, oh ja. Hey Jungs, ich sag's euch nur ungern, aber hört auf zu singen. Ja, nur wir sind die coolsten hier. Ich weiß nicht, Benz, ich finde sie singen cool. Halt die Klappe, Dance. Wag es nicht, ihnen das zu sagen, okay? Ich verstehe das nicht. Hat da gerade jemand gequietscht oder was war das? Oder mag hier jemand Camils Lieder nicht? Ja, ist da vielleicht jemand eifersüchtig auf uns oder was? Was willst du damit sagen, dass die coolsten Jungs auf dem Campus wir auf euch eifersüchtig sind? Mein Karamell, hast du diesen Unsinn gehört? Warum sollte ich auf euch eifersüchtig sein? Ich habe das hübscheste Mädchen auf dem Campus. Ich habe das coolste Pennyboard und ich habe eine Markensonnenbrille. Und mein Vater hat mir versprochen, mir nächstes Wochenende die Schlüssel für sein Auto zu geben, Mann. Aha, mein Benz beneidet euch überhaupt nicht. Er ist sehr erfolgreich. Ich sag euch was, ihr denkt, ich merke das nicht. Aber ihr seid auf jeden Fall eifersüchtig auf mich. Was für ein Freestyler. Das kann jeder machen. Seht euch das an. Unser kleiner Junge hat ein Gedicht vorbereitet und aufgeschrieben, während er sein Müsli gegessen hat. Warum sollte ich sowas machen? Ich bin der Coolste und kann über euch lachen. Wow, sieht so aus, als würde er sich mit den Basketballern anlegen. Lass uns von hier verschwinden. Vielleicht gibt's einen Kampf und jemand verletzt sich. Entspann dich, Alter. Wir sehen uns das mal an. Ich liebe es, mit Leuten diskutieren. Hör mir zu, du bist kein Star. Ich mach dich fertig, das ist ganz klar. Okay, komm her. Jungs, hört auf zu streiten, Benz hat nur Spaß gemacht. Ja, wir wollen keinen Streit. Das war kein Scherz, sie können wirklich schlecht singen. Haltet euch da raus, okay, Leute? Warum geben wir ihnen nicht eine Abreibung und verschwinden dann von hier? Ja, Camille, leg mal los. Nein, Leute, das ist meine Sache, aber ich werde die nicht schlagen. Kein Kampf, sondern ein Rap-Battle. Oh. Also gut, Basketballer, was zum Teufel wollt ihr von meinem Bruder? Wollt ihr Ärger? Wir können ihn für dich verdreifachen. Leute, lasst uns das wie normale Menschen regeln. Kein Streit, okay? Goofy, halt dich da raus. Sie regeln das in einem Rap-Battle. Das ist ja nur ein Vorschlag. Halte die Klappe, ihr Loser. Heute Abend treffen wir uns zu einem Rap-Battle, okay? Und ich werde dich auf jeden Fall besiegen. Versuch nicht zu verlieren, Junge. Ich werde da sein, ja? Kommt, gehen wir, Leute. Komm schon, mein Karamell. Echt cool, Mann. Goofy, Mann, ich habe dir gesagt, keinen Senf. Warum hast du Senf reingetan? Mann, ich bin allergisch gegen Senf. Ein Hotdog ohne Senf ist kein Hotdog, sondern nur ein Würstchen zwischen einem Brötchen. Das esse ich nicht. Ich will mein Geld zurück, ja? Gib mir meins zurück. Du kannst es selbst essen. Ich kann es nicht zurückgeben. Ich habe es für euer Essen ausgegeben, ja? Es ist mir egal, ob du es ausgegeben hast. Gib uns unser Geld zurück. Wie du weißt, kann man Hotdogs nicht zurückgeben, ja? Setz dich, Fresh. Wir haben tolle Neuigkeiten. Wir wissen, wie man eine Menge Geld verdient. Wie wollt ihr eine Menge Geld verdienen? Bubble, erzähl ihnen unseren Businessplan. Es ist ganz einfach. Wir werden während dem Rap-Battle Kaugummis an alle verkaufen. Ihr wisst schon, viele Menschen auf einem Fleck und so. Angespannte Atmosphäre. Und dann kommen wir mit unserem Kaugummi. Heilige Mutter Gottes, das ist so köstlich. Ich konnte 10 davon essen. Seht ihr, Dylan mag auch Senf. Also, Alter, gefällt dir unsere Idee? Das ist eine dumme Idee. Sag das nochmal. Dumme Idee. Glaubst du, ich mach das nicht? Mach langsam, Bubble. Punker, isst du das noch? Nein, das werde ich nicht. Dann muss ich es tun. Also, das ist eine tolle Idee. Ist sie nicht. Fresh hat recht. Ihr habt eine wirklich dumme Idee. Wir sollten bei dem Kampf Wasser statt Kaugummi verkaufen, denn es wird heiß sein und die Leute werden durstig sein. Das ist eine tolle Idee, Ponka. Wir schenken Leitungswasser aus und verdienen uns eine goldene Nase, versteht ihr? Das schmeckt so köstlich. Und deshalb habe ich euch die Aufgabe gestellt, ein Gedicht zu lernen. Ich hoffe, ihr seid alle gut vorbereitet. Und an die Tafel gehen wird... An die Tafel gehen wird... An die Tafel gehen wird... Camille... Oh Mann, warum ich? Also, hört Camille ganz genau zu. Ich lerne keine Gedichte, ich schreibe sie. Lehrer Max, du weißt es, ich reise viel.
Lehrer Max, du bist der Beste und der Campus ist der Coolste und ich bleibe real. Oh, Camille, das war beeindruckend. Ich gebe dir die bestmögliche Note, ja? Setz dich. Sauber, Bruder. Ja, sauber, Bruder. Kein cooles Gedicht. Also, Leute, wer will mich heute noch überraschen, hä? Ich, Lehrer Max. Ich will, darf ich, Lehrer Max? Ich kann eure Hände nicht sehen. Ich, Lehrer Max, wirklich, ich, Lehrer Max. Ich habe ein Gedicht gelernt, ich. Warum meldet sich denn niemand hier? Ich möchte, Lehrer Max. Warum sieht er mich denn nicht? Alter, kannst du mich sehen? Ja, kann ich. Warum kann Lehrer Max mich da nicht sehen? Lehrer Max, Benz ist bereit, an die Tafel zu kommen und nicht nur dich, sondern den ganzen Campus zu überraschen. Was? Oh. Super, dann kommt Benz jetzt an die Tafel. Schaffst du, Alter. Laura, warum hast du das gesagt? Ich kenne keine Gedichte. Was bist du? Bist du ein Verlierer? Willst du, dass Camille dich vor allen Leuten verprügelt? Geh und beweise, dass mein Freund der beste Reimeschmied ist. Hey, Camille, unser Junge wird dich auseinandernehmen. Er wird sich in die Hose machen. Mein Benz ist der Beste. Komm schon, Benz, fang an, alle warten schon. Ein Hase stand so herum und hat sich einfach eine Karotte in den... Danach hat er all sein Essen aus... Und dieser Hase war cool. Hab ich mich verhört oder hat er gerade... Ja, genau das hat er gesagt. Oh mein Gott, er ist verrückt. So ein Dummkopf. Und ich wollte ein Gedicht über Gänseblümchen aufsagen. Was ist los, Benz? Bist du verrückt oder was? Das habe ich gestern geschrieben, Lehrer Max. Benz, du hast mich echt überrascht. Deshalb gebe ich dir eine 6, okay? Und warte morgen auf deine Eltern hier. Und jetzt setz dich wieder hin. Okay. Benz, du hast es vermasselt. Tut mir leid, mein Karamell. Okay, der Unterricht ist vorbei. Benz hat heute wirklich eine Tracht Prügel von Camille bekommen. Das war nur ein Aufwärmtraining. Er wird ihn heute Abend im Kampf auslöschen. Oh, Moon, warum sitzt du hier? Ich habe meine Ratte immer noch nicht gefunden. Moon, worüber machst du dir Sorgen? Geh in den Keller, dort gibt es jede Menge Ratten. Such dir einfach die hübscheste aus und fertig. Danke für die Idee, aber ich war schon im Keller und da gibt es keine Ratten. Ich weiß, wie ich Moon helfen kann. Wir brauchen Käse. Alle Ratten lieben Käse, also wird sie bei dem Geruch sofort losrennen. Achtung, sie kommen! Gestern habe ich einen Bigfoot gesehen, Leute. Der war so groß. Goofy, ich glaube es nicht. Dummkopf. Da ist er ja! Also, Alter, du steckst in Schwierigkeiten. Ich habe nichts getan. Was wollt ihr eigentlich von mir? Das stimmt, du hast gar nichts gemacht. Du hättest aber etwas tun sollen. Willst du ein cooler Typ sein, einer von uns? Was? Wir fragen dich, ob du in unserem Team sein willst, dem Basketballteam, hä? Darf ich das wirklich? Ja, darfst du, aber sei vorsichtig. Sonst kommt dieser Schläger hier zum Einsatz. Natürlich möchte ich in der Basketballmannschaft sein. Du wirst ein Basketballspieler sein, wenn du mir ein paar Lines schreibst für das Rap-Battle gegen Camille, damit ich ihn besiege. Leute, Glückwunsch. Ihr seid hier genau richtig. Ich bin auf der Straße aufgewachsen. Mit mir machst du besser gar keine Faxen. Yo! Werd mal nicht übermütig, Kumpel. Ich muss gewinnen, verstehst du? Wenn Benz verliert, bist du richtig am Ende. Was machst du noch hier? Ich hab's verstanden, Jungs. Betrachte dich schon als Sieger. Bruder Dylan lässt seine Brüder nie im Stich. Yo! Ich glaub, das wird nix. Das wird schon klappen. Mandy! Mandy, wo bist du? Wir haben einen Leckerbissen für dich. Das ist alles nutzlos. Wir werden es finden. Mandy! Mandy, wo bist du? Seid ihr blind? Ich bin hier. Wir wissen, dass du hier bist, aber wir suchen nicht nach dir. Hör zu, Moon-Mädchen. Es gibt nur eine Mandy auf diesem Campus und das bin ich. Ich bin die Verwalterin des Campus und die rechte Hand von Lehrer Max. Mandy, immer mit der Ruhe. Wir wissen, dass du die Campusverwalterin bist. Das ist nur so, dass Moons Ratte verschwunden ist. Und zufälligerweise heißt sie auch Mandy. Moon, bist du dumm? Du bist diejenige, die dumm ist.
Mandy, bist du hier? Wovon zum Teufel redest du da? Hier gibt es keine Ratten. Warum zum Teufel hast du deine Ratte überhaupt nach mir benannt? Ich entscheide, wie ich meine Ratte nennen will. Ich habe beschlossen, dass dieser Name am besten zu ihr passt. Okay, Moon, lass uns weiter nach deiner Ratte suchen. Mandy, meine Ratte, wo bist du? Wenn ich deine Ratte sehe, werde ich sie mit meinem Fuß zerquetschen. Ich werde nicht mal mit der Wimper zucken. Finde sie zuerst. Mandy, wo bist du? Mandy! Komm schon, Benz, mach ihn fertig. Ja, mein Karamell, ich werde ihn fertig machen. Wo ist dieser Loser? Hat er mich überhaupt gehört? Wenn er nicht auftaucht, dann ist er am Ende. Benz, du musst irgendwie Zeit rauszögern. Ich muss erstmal ein bisschen mich aufwärmen. 1, 2, 3 Dehnen. 1, 2, 3 Dehnen. 1, 2, 3 Dehnen. 1, 2, 3 Dehnen. 1, 2, sie haben noch nicht angefangen. Dehnen. Wenn er nicht in einer Minute hier ist, ist er echt am Ende, Mann. Benz, dein Bruder Dylan ist hier. Los geht's, hä? Ich hoffe, du hast daran gedacht, eine Windel zu tragen, Mann. Du und deine Kumpels sind die einzigen, die eine Windel brauchen. Komm schon, Bruder, zeig es ihnen. Los geht's. Man sieht, dass Benz einen auf cool mit schicker Brille und Kleidung tut. Aber eigentlich ist er nur ein feiges Huhn. Er ist ein feiges Huhn. Kleines Hühnchen. Benz, hast du Hühnerbeine oder so? Oder warum sagt er, dass du ein Hühnchen bist? Sag, bist du doof? Das ist ein Rap-Battle. Er sagt das nur so. Ich habe ganz normale Beine. Du sagst, dass du die besten Noten nach Hause bringst. Aber in Wahrheit verwechselst du rechts und links. Weißt du was? Ich habe einen Brief aus der Zukunft bekommen. Da stand drin, Camille stopft Benz in einen Schuhkarton. Merk es dir, Camille wird heute siegen und du nur auf dem Boden liegen. Benz, der macht mich wirklich wütend. Soll ich ihm eine Abreibung geben oder so? Nein, ich werde ihn jetzt mit meinem Text kaputt machen, okay? Camille wollte, dass ich heute abhau. Ich weine nämlich wie ein Baby, sehr, sehr laut. Was? Was? Benz, was redest du da? Du hast dich selbst hochgenommen. Halt dich fest, jetzt geht's weiter. Ihr seid nur Gesindel. Aber was ihr nicht wisst, ich trage eine Windel. Was zum Teufel hast du da geschrieben, Alter? Das wird noch besser, lies es zu Ende, ja? Benz, wovon zum Teufel redest du? Halt dich fest, Karamell, jetzt geht's erst richtig los. Ich weiß ganz genau, dass Camille der Coolste ist und ich gebe zu, dass ich nicht weiß, wie man rappt. Und mein Motto ist, wenn ich dumm bin, ist das ein Fakt. In die Windel habe ich gekackt. Wenn du so redest, dann komm doch einfach in unser Team, Alter. Hey, wir brauchen ihn nicht in unserem Team. Was zur Hölle sollte das? Schnappt ihn euch! Mann, ich wurde gerade von einem Chippen vor dem ganzen Campus gedemütigt. Ich hätte nicht gedacht, dass Ben sowas vorliest. Kommentiert, gebt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Wow!